Ja, wir freuen uns unglaublich, dass unsere zweite Auflage von dem Aufstellungsbuch da ist. Die erste Auflage war vergriffen und deswegen ist der Braun-Müller Verlag an uns herangetreten und hat uns gebeten, nochmal die Auflage zu überarbeiten. Und jetzt ist sie da und wartet auf neue interessierte Leser. Entstanden ist das Buch eigentlich aus dem Anliegen, dass wir immer wieder gefragt wurden, gibt es denn ein Buch über Aufstellungen, was ich mal meiner Nachbarin mitgeben kann oder meinem Freund zum Lesen auf dem Nachttisch legen kann und so weiter. Also ein Buch, das so geschrieben ist, dass man es auch versteht und dass es auch Spaß macht, das zu lesen. Und ja, Peter, warum würdest du das Aufstellungsbuch deinem Nachbarn geben? Ja, also erstes Mal große Freude. Wir stoßen virtuell mit einem Glas Sekt an. Und mit der Frage ist es ja entstanden. Und genauso sind wir an das Projekt auch rangegangen. Wir hatten schon einige Fachbücher über Aufstellungen geschrieben. Und wir haben ein kleines Aufstellungsexperiment gemacht. Also Sigurd und ich haben uns bei ihr zu Hause an den Küchentisch gesetzt. Und sie hat eine Frau gespielt, die gerade von ihrem ersten Aufstellungsseminar kommt. Und ich habe den Mann gespielt, der völlig kritische Fragen stellt. Warum gehst du denn dahin? Was soll denn das bringen? Und was sind da für Leute? Und den Dialog haben wir aufgenommen und das hat uns tatsächlich die Inspiration für dieses erste Kapitel geliefert. Und wir hatten am selben Abend eine Aufstellung, wo spannenderweise das Gleiche passiert ist, was wir im Dialog gespielt haben. Also wir haben dann nämlich gespielt, dass die Sigrid, als die Frau gesagt hat, für deine Mutter könnte so eine Aufstellung mal sehr gut sein und die sollte mal das Leben umarmen. Und abends hatten wir eine Aufstellung, wo ein Seminarteilnehmer von uns, der die Ausbildung gemacht hat, zum ersten Mal seine Mutter mitbrachte und die hat dann in der Aufstellung das Leben umarmt. Aber das war eine spannende Synchronizität, weil den Dialog haben wir ja vor der Aufstellung geführt und mit genau solchen Themen beschäftigen wir uns. Also es ist ein Buch, was einerseits sehr praktisch ist, also wo wir praktische Aufstellungen, die wir gemacht haben, sehr genau beschreiben, dass wir daraus lernen können. Aber es ist auch viel Theorie sehr komplex dann trotzdem aufgearbeitet, obwohl es gut lesbar ist. Genau, das muss nicht immer kompliziert sein, wenn man aus mehreren Perspektiven, das ist ja immer so unser Anliegen, berichtet über die Aufstellungsarbeit. Und wir haben zum Beispiel in dem Buch unterhaltsame Geschichten über die Pioniere der Aufstellungsarbeit. Also Moreno, der im Augarten in Wien ja mit den Kindern gespielt hat. Und da so die ersten Schritte gegangen ist des Psychodramas, das dann später daraus entstanden ist. Virginia Satir ist von ihrem Leben her beschrieben, der die Familiensystemik im Prinzip revolutioniert hat durch ihre Arbeit. Und natürlich Bernd Hellinger, der auch bei Virginia Satir die ersten Seminare besucht hat und dann zum Pionier der Familienaufstellung wurde. Und nicht zu vergessen C.G. Jung mit dem Ansatz des kollektiven Unbewussten, das unsere Basis bildet für unsere kollektiven Bewusstseinsaufstellungen. Aufstellungen, in denen es kein Klient gibt, sondern Aufstellungen, die wir nutzen, um zu forschen mit dieser Methode, Themen zu erkunden, politische, soziale Themen und so weiter, wie wir es ja auch in unserem Corona-Buch dann angewandt haben. Ja, dieser Ansatz, diese Verbindung neben diesen Pionieren ist uns eben auch noch wichtig, die wissenschaftlichen Hintergründe darzustellen. Also es gibt schon einige Forschung mittlerweile zu den Aufstellungen. Die Aufstellungen sind auch schon an den Hochschulen angekommen, zum Beispiel in Bremen. Aber sie sind so formuliert, dass man es lesen kann. Ja?
Also zum Beispiel, was sagt Robert Sheldrake dazu? Was sagt die Quantenphysik dazu? Und so weiter. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Aspekten, die interessant sind und noch nicht das Aufstellungsgeschehen an sich erklären, aber zumindest schon mal einige Ansatzpunkte dazu geben. Und unser Prinzip in der Integral-Systemic-Coach-Ausbildung, in dem wir natürlich dann unser Fachbuch auch verwenden und auch dieses Buch, das wird von den Teilnehmern immer sehr gerne gelesen, geht es uns auch darum, auf der einen Seite die wissenschaftlichen Grundlagen und die Prozessarbeit sinnvoll zu verbinden mit der praktischen Übung. Das ist so unser Prinzip. Und da machen wir dann so eine Reise durch verschiedene Gebiete, Familiensystem, Paarbeziehung, Organisationsaufstellung. Dann geht es weiter zum Thema Gesundheit und Ressourcen und Potenziale, dann zum dynamischen Selbstmanagement mit Zen auch in Verbindung und so weiter, bis hin zur Bewusstseinstransformation. Und am Schluss machen unsere Teilnehmer, leiten dann selber mit einer Co-Leitung eine Aufstellung. Also diese ganze Ausbildung ist sehr praxisorientiert. Ja, und wir haben ungefähr jetzt mittlerweile 500 integrale Coaches ausgebildet, überwiegend in so drei Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, in Städten wie Wien, Nürnberg, Graz und auch Bern und Zürich in der Schweiz. Haben dann auch nochmal Speziallehrgänge. Also wenn jemand nur mal in einem Spezialbereich einsteigen möchte, wie Organisationsaufstellungen oder systemische Resilienz oder Kollektivaufstellungen, gibt es auch einzelne Module oder dann eben die ganze Ausbildung oder man kann das dann eben auch mit einbringen. Und haben da die unterschiedlichsten Teilnehmer. Das sind Menschen aus dem therapeutischen Hintergrund, das sind Trainer, das sind Berater, die das in Firmen hineinbringen wollen, Ärzte, Steuerberater. Menschen, die das auch einfach nur machen möchten, um ihr Bewusstsein weiterzuentwickeln, also so für ihr persönliches Verständnis, wenn sie auf die Welt schauen. Und ja, freuen uns sehr darüber, was sich da die letzten, ja, kann man jetzt schon sagen, 15, 16 Jahre so bewegt hat, seitdem wir ungefähr ausbilden mit Aufstellungsarbeit. Und ja, viel Spaß bei der Lektüre und viel Spaß vielleicht auch mal bei einem persönlichen Kennenlernen per Online. Da bieten wir auch einiges jetzt an seit diesem Jahr und oder dann eben auch wieder persönlich in Präsenz. Außerdem ist es uns wichtig, unsere Teilnehmer auch weiter zu unterstützen nach der Ausbildung. Und dazu haben wir die integralen Lebensarchitekten, die ILA, gegründet. Das ist so eine Plattform, wo man sich vernetzen kann, sich präsentieren kann, aber auch Materialien, Zugang zu Unterrichtsmaterialien bekommt, die man dann wieder in eigenen Seminaren und Workshops nutzen kann und so. Also da geht es uns darum, auch wirklich durch unsere Ausbildung ein Feld zu schaffen, ein Feld von integralen, systemisch denkenden Coaches, weil genau das braucht die Welt im Moment. Wir brauchen Menschen, die einfach die Dinge differenzierter sehen, die forschen, die wirklich Zukunft gestalten wollen. Und da finden wir, ist die Systemaufstellung ein wunderbares Instrument. Wir freuen Bis uns auf bald. euch. Prost.